fühle mich nicht schlecht, ich habe nur meinen Job gemacht. Ich fühle mich nicht schlecht, ich habe nur meinen Job gemacht. Es ist alles gut. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu einem Spiel namens Prison Architect. Das hier stand eigentlich schon eine ganze Weile auf meiner Liste. Ich bin nur zeitlich gesehen irgendwie nie dazu gekommen. Aber das hat jetzt ganz offensichtlich ein Ende, weil ihr seht das Video, ich habe das Video aufgenommen, ich habe das Spiel gespielt. Also habe ich jetzt ganz offensichtlich Zeit für dieses Spiel. Und wem das Spiel nichts sagt, das dürfen eigentlich die wenigsten sein, weil das ist ziemlich bekannt. Aber trotzdem, wem das Spiel nichts sagt, das ist quasi das perfekte Gegenteil zu The Escapist. Weil da war ja das Ziel, aus dem Knast abzuhauen, so schnell wie möglich. Und hier ist das Ziel, einen Knast zu bauen, der sicher ist, wo so schnell keiner rauskommt und wo die Leute sich trotzdem halbwegs wohlfühlen. Das heißt, das hier ist jetzt quasi die andere Seite der Geschichte. Und anscheinend sind auch die Storys der Kampagnen, die es zur Auswahl gibt, ich habe bis jetzt nur eine freigeschaltet, aber trotzdem, die Storys davon sind anscheinend richtig, richtig nice geschrieben, obwohl das Spiel so simpel aussieht. Also ja, ich freue mich und ich starte die erste Kampagne zum Tode verurteilt. Das liest sich doch großartig. Das ist das allererste, womit ich das Spiel begrüße. Die allererste Kampagne. Ich will gar nicht wissen, was die anderen vier sind. Das hier ist schon mal ein Hammer-Titel. Okay, Wiedergabe. Sicher. Ich drücke Wiedergabe bei der Kassette. Introversion Software. Das ist sehr introvertierte Software. Die redet nicht viel, solange sie dich nicht kennt. Aber wenn du ein bisschen mit der Software geredet hast, dann quatscht sie doch ziemlich viel. Ich habe keine Ahnung, was ich quatsche. Okay. Das hier ist anscheinend der Ort meines Schaffens. Wir haben eine Dusche. Das ist doch schon mal Premium. Okay, wir haben Leute, die Türen und Klos reinschleppen. Achso, die bauen Zellen auf. Okay. Und hier drüben ist aber schon Bevölkerung. Das heißt, erwarten wir neuen Besuch. Ja, wir erwarten neue Partygäste. Hier fährt ein Bus vor. Okay, da unten ist der Anlieferungsraum anscheinend. Warum brauche ich diese Übersicht? Das sieht nämlich eigentlich fast so aus, als würde ich versuchen abzuhauen, aber es ist ja nicht das Ziel. Ich versuche den Ort hier sicher zu machen. Müllraum? Es ist kein Raum, ob es draußen ist, aber okay, das lassen wir mal durchgehen. Und ein Typ in der Zelle mit einem Pfarrer. Das ist kein gutes Zeichen, richtig. Prison Architect. Das bin ich. Ich bin der Prison Architect. Das ist mein ganzer Job. So, jetzt sieht man das alles mal von oben. Das ist mal hübsch. Ich meine, ja, es ist Gefängnis, aber die können ja auch hübsch anzusehen sein. Der Geschäftsführer, eingehender Anruf. Wir haben einen Geschäftsführer, was sind wir? Eine multinationale GmbH und Co. KG oder was? Ja, ist gut, ich habe ja abgenommen, ganz ruhig. Ein schwerer Weg. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig ist. Schön, schön. Und zum Tode verurteilt wurde. Schön. Sehr schön. Das ist die erste Info, die man kriegt. Ich habe gerade erst angefangen, ist mein neuer Job. Und das hier ist die erste Info, die mir vorgelegt wird. Großartig. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig werden muss. Okay, das ist jetzt mein Job. Oder ich darf das machen. Vielen Dank. Der Neue darf es richten. Finde ich super. Hier soll die neue Anlage gebaut werden. Wie bei jedem Projekt müssen wir zuerst das Gebäude bauen. Mit ausreichend Platz für einen, hier, für den Chefraum quasi und eine Verwahrungsstelle. Legen wir los, bauen Sie hier ein neues Gebäude. Warum ist das Spiel so leise? Wo ist meine Hintergrundmusik hin? Die war eigentlich ganz nice, es ist so unglaublich leise. Okay, neues Gebäude. Wir brauchen auch einen Eingang für die Anlage. Okay, bauen Sie eine große Fenstertür in die Südwand ein. Warum auch immer das G hier vorne groß geschrieben ist. Ist das ein Eigenname? Große Gefängnistür TM. Das ist ein eingetragenes Warnzeichen. Okay. Wie mache ich das? Nichts, by the way. Hey Schatz, was steht heute auf dem Zeitplan? Nichts. Ah ja, Gammel. Okay. Fundament. Beton oder gemauert? Das ist so klein, ich kann es fast nicht lesen, weil ich im Fenster spiele. Gemauert? Warum nicht? Mauern sind eindrucksvoll, richtig? Ich habe doch keine Ahnung. Das kostet ein bisschen Geld. Aber wir haben es ja anscheinend. Ja, hier oben. 620k, 616k. Und wir haben einen Cashflow von 2877. Wir machen auch noch Profit. Das ist ein profitorientiertes Unternehmen. Okay, Objekte. Große Gefängnistür. Boom. Fertig, fertig. Ja, ich nehme hier ab. Ich musste nur ganz kurz deinen Auftrag erfüllen. Eine Sekunde. So, Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Egal, wo ich hinklicke, er will es nicht. Ich muss hier reinklicken zum Fortfahren. Das ist so dämlich. Sie holen Stahl und Beton aus diesem Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Mit diesen Rohmaterialien bauen Sie das Fundament und das Rahmenwerk Ihres neuen Gebäudes. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten. Okay, macht Sinn. Deshalb sollten Sie immer von neuen Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um, während wir warten. Mit was? Oder dem Pfeiltasten können Sie sich herumbewegen und mit dem Mausrad ran und rauszoomen. In dem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen. Ja, ich weiß, hast du doch schon gesagt. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Ist ja gut, Chef.
Ich meine, wenn du so genau weißt, was du willst, warum kannst dann nicht jemand anders machen? Ich weiß, es ist das Tutorial, aber es ist halt ein bisschen merkwürdig. Sie gewann. Sie gewann. Sie gewann. Sie gewann, sie gewann, sie gewann. Und sie gewann. Okay. So, für die neuen Räume ist es Voraussetzung erfüllt werden, bevor sie in Betrieb genommen werden können. Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Der Einrichtungsraum braucht einen. Na, oh ja, natürlich, der Chefsessel. In was für einem Jahr leben wir? Okay, ja, warum nicht? So, Schlafi, Schlafi, auch wenn ich nicht glaube, dass der Typ, der da drin wohnt, viel schon läuft. Das ist aber falsch rum, das können wir nicht machen. So, und dann. Hey, der kostet nur 5.000. Nur $5.000. Das ist sehr günstig. Ach Mann. Ich sollte mich schlecht fühlen, dass ich das mache. Aber es ist mein Job. Okay, so, das Nötigste haben wir erledigt. Aber Sie könnten noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Das bleibt allerdings Ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Alles hängt davon ab, wie sehr Ihnen Ihre Häftlinge und deren Umgebung am Herzen liegen. Ja, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es den Typen, der hier reinkommt, groß interessieren muss. Also bin ich jetzt ganz ehrlich. Okay. Die Zelle könnte mit einem Außenfenster und einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Und was machen wir hier rein? Außerdem würde die Anlage mit einem hochwertigen Bodenbelag schöner aussehen. Wäre es mit Parkett oder Mosaikfliesen? Was? Oh ja. Mhm. Oh, der Boden ist aber hübsch. Oh, da steht ein Stuhl. In Ordnung. Im Außenbereich können Sie Ihre Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn Sie möchten. Wenn Sie möchten. Ja, vorhin hieß es noch, ja, mach das, mach das, mach das, aber hier ist es jetzt egal. Es geht um den Typen. Jetzt habe ich mir schon die ganze Zeit im Hinterkopf gedacht, weil die Connection ist eindeutig zusammen mit dem, was ich gerade gebaut habe. Aber, das ist der Mann, Edward Ramsey. Ehemaliger Lehrer, kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob er diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat die Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftling in seine neue Zelle überführen. Außerdem die Geräusche, die ich hier auf dem Ohr habe. Jeder von denen macht Geräusche. Klicken Sie einfach eine Polaroid in seiner Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Ein Polaroid? Was? Okay. Das heißt, damit löse ich quasi das nächste Kapitel aus. Okay, ich kann es natürlich nicht lassen, ich musste alle optionalen Ziele erfüllen, weil man kennt mich ja. Aber jetzt sieht das wenigstens halt viel schöner aus. Ja, hier draußen leuchtet es ein bisschen. Wir haben hochwertigen Bodenbelag. Das ist Parkett in der Zelle und im Vorraum. Das ist doch schon mal was. Er hat ein Bücherregal und er hat ein Fenster. Es ist kein besonders großes Fenster, aber es ist zumindest ein Fenster. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht. Das ist ja im Prinzip das Tutorial. Jetzt weiß ich, wie man das verschönert und wie man die Leute happy macht. Ich beginne mit dem nächsten Kapitel der Geschichte. Der Sicherheitschef. Eingehender Anruf. Okay, jetzt bringen wir ihn dahin. Oh Gott, ich fühle mich so schlecht. Warum muss ich das machen? Warum bin ich derjenige, der dafür zuständig ist? Kann es nicht jemand anderes machen? Weinen Sie dem Kerl keine Tränen nach. Er ist ein eiskalter Mörder und voll schuldfähig. Er hat sogar gestanden. Möchten Sie seine Version vom Tatergang mal hören? Nein, eigentlich nicht, weil... Nein, ich möchte keine Bindung, aber... von mir aus. Ziemlich heftiges Zeug. 23 Uhr, Straßenlaternen waren schon an. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Wir haben sogar Zwischensequenzen. Das ist cool. Aber das... Ich höre trotzdem die Gefängnisgeräusche im Hintergrund. Das macht es ein bisschen kaputt. Aber wir haben Zwischensequenzen. Oh, snap. Das ist uff. Ja, uff. Das ist nicht schön. Ja, perfekt. Da muss ich nichts pixeln. Das ist sehr nice. Ich wusste das, dass ich euch beide hier erwische. Edwards Frau Susan. Hätte man nicht einfach nur Susan hinschreiben können. Edward, ich nicht. Tu das nicht. Was hast du vor? Ja, was wohl? Jupp. Das war seine Version der Geschichte, die macht's doch auch nicht besser. Ich meine, es hieß ja, er hat gestanden, aber das macht's auch nicht viel besser. Okay. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so schlecht, muss ich wirklich zugeben. Ich fühle mich in der Entscheidung, die nicht durch mich getroffen wurde, fühle ich mich jetzt etwas besser, dass ich das mache.
immer noch schlecht, aber ein bisschen besser. Eindeutiger Fall, wenn Sie mich fragen, verdient ihr das, wollt das ja bekommen. Ja, ist doch gut. Leute, können wir es bitte einfach hinter uns bringen, bevor ich mich wieder schlecht fühle. Tue ich ja sowieso. Das gerade eben hat ein bisschen geholfen, aber auch nicht so viel. Jeder Mensch verdient Vergebung, auch er. Sind Sie sich Ihrer selbst so sicher, dass Sie ein solch endgültiges Urteil vollstrecken können? Na, ich muss es ja hoffentlich nicht machen. Ich habe es ja nur gebaut. Seine Frau mit einem Mann zu erwischen, ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Ja, das stimmt. Das ist durchaus richtig. Und er hat dann geladene Waffe dabei, weil er wusste, dass er die beiden zusammen vorfinden würde. Das ist gleich doppelt geplant. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt hier noch Diskussionen führen, ob das richtig ist oder nicht, weil ist nur ein Spiel. Er hat nach seinem besten Wissen und Gewissen mit den Behörden kooperiert. Dieser Staat statuiert ein Exempel an ihm. Hätte er sein Verbrechen 100 Meilen weiter nördlich begangen, hätte er lebenslange Haftstrafe vor sich. Soll es etwa die Gerechtigkeit sein? Bei uns wird das so gemacht. Möchten Sie einen Kerl wie den etwa auf freiem Fuß sehen? Ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass er das nicht mehr kann. Okay. Das heißt, wir machen das wirklich. Ich meine, ja, natürlich machen wir das wirklich, war ja klar. Aber wir machen das wirklich, wirklich, ne? Gute Arbeit bis jetzt. Ja, danke, Chef. Fühl mich super. Richtig moralisch korrekt fühle ich mich. Es gibt da allerdings ein Problem. Der Hintergrund funktioniert noch nicht richtig, weil ich keinen Stromanschluss habe. Das ist eigentlich gut für ihn, aber eigentlich auch nicht, weil ich jetzt einen bauen werde, richtig? Wir müssen ihn an die Stromversorgung anschließen. Ja, hab's mir gedacht. Ich baue jetzt einen davon. Beziehungsweise ich baue jetzt einen davon, ich schließe das Ding jetzt an. Im Moment haben wir das Gefängnis in der Versorgungsansicht geöffnet, in der wir die gesamte Verkabelung angezeigt bekommen. Jedes Gefängnisgebäude ist über diese dicken unterirdischen Stromkabel an das Stromnetz angeschlossen. Und da kommt der Strom her. Der Strom stammt aus diesem Transformator, aus dieser Transformatorenstation, die ihren Strom aus dem nationalen Netzwerk bezieht. Okay. Das heißt, und hier gibt es auch keinen Strom. Wie sehen ist dieser gesamte Zellentrakt ohne Strom? Alle Lampen sind aus. Um das Problem zu beheben, müssen wir zuerst in den Versorgungsmodus wechseln, damit wir sehen können, warum diese Lampen keinen Strom bekommen. Warum diese Lampen keinen Strom bekommen? Weil da kein Kabel liegt, du Genie. Das hätte ich dir auch ohne Versorgungsansicht sagen können, ganz ehrlich. Die nächsten Stromkabel sind zu weit entfernt und Ingenieure können in diesem Bereich nicht verkabeln. Bauen Sie Stromkabel in der Nähe, um diesen Gefängnistrakt anzuschließen. Okay, Versorgung, Strom. So. Hier. Ich muss das wieder durchziehen. Hier. Und dann irgendwie hier runter. Sehr gut, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Yay. Alles, was jetzt passiert, haben wir nicht mehr in der Hand. Wir haben unsere Aufgaben professionell erledigt und darauf kommt es in unserem Geschäft an. Das ist, was das Spiel dir beibringen wird. Du machst nur deinen Job. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, was jetzt geschieht. Das Spiel wird es mir aber natürlich trotzdem zeigen, weil klar wird es das. Okay. Das heißt, er ist danach in die Kirche gegangen, oder was? Anscheinend schon. Ja, das ist er. Das ist noch in der Kirche. Wir haben echte Zwischensequenzen. Das ist. Bei einem Spiel, was Prison Architect heißt, hätte ich damit nie gerechnet, ganz ehrlich. Und die Musik ist cool. Okay. Lass mich raten, das ist der Pfarrer aus der Zelle. Richtig? Wie kann ich dir helfen, mein Sohn? Ich hab böse Sachen gemacht. Okay. Suchst du nach Vergebung? Ich weiß nicht, ich muss irgendwas unternehmen. Ich kann mit meinen Taten nicht weiterleben. Du musst dich stellen. Was auch immer du getan hast, du wirst dafür die Konsequenzen tragen müssen. Oh, wenn du wüsstest. Du kannst dir erst wieder ins Gesicht sehen, wenn du dich deiner Vergangenheit gestellt hast. Ich will das alles ungeschehen machen. Ich will dir vergeben. Ich will, dass sie mir vergibt. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Ich glaube, du hast deine Wahl getroffen. Gott wird dir vergeben, mein Sohn. Was auch immer du getan hast, du musst ihn nur darum bitten. Aber du musst dir für deine Taten der Gerechtigkeit stellen, es gibt keinen anderen Weg. Jo, und das hat er jetzt davon. So, jetzt sind wir hier. Es ist soweit, Edward. Du hast das Richtige getan, auch wenn dir diese Welt nicht vergeben will. Hat er das wirklich? Hat er das wirklich? Bald wirst du bei Gott sein und er wird das letzte Urteil über dich sprechen. Bin ich mir sicher, dass es so funktioniert. Ja. Okay. Jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Ach Mann. Ich will doch einfach nur was aufbauen. Ich glaube, ich hätte das freie Spiel wählen sollen. Das ist doch nicht ganz so heftig, weil das ist... Au.
Okay. Ich fühle mich echt nicht gut, ne? Ich kann das überspielen, aber es wird nicht funktionieren. Ach, Mann. Vor allem, das hier ist doch so veraltet. Warum machen wir das noch? Why? Ach, ja. So. Ich fühle mich nicht schlecht, ich habe nur meinen Job gemacht. Es ist alles gut. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe nur gemacht, was mir das Spiel gesagt hat. Außerdem, die Musik ist nicht hilfreich. Ja, die Haube macht's komplett. Die Haube macht alles komplett. Und tschüss. Edward Ramsey wurde uns zweimal im ersten Grad für schuldig befunden. Ja, ist klar, das musst du glaub nicht sagen, das wissen wir alle. Haben Sie noch ein paar letzte Worte für uns? Susan, es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass sie das noch hören. Schnips und weg. Ja, da ist es. Mir geht's gut. Mir geht's. Mann, was? Für ein Spiel, wo kleine Männchen in der Gegend rumlaufen, ist das aber. Ah. Ach, Mann. Und jetzt? Ich habe einfach nur ein schwarzes Bild, ich sehe genauso viel wie ihr. Das ist das Ende. Kapitel 2, Palermo. Mein Gott. Was ist los? Regnet's? Ah, nee. Gegenteil. Es brennt. In einer unserer Einrichtungen braucht sich eine Krise zusammen. Jemand hat in der Gefängnisküche Feuer gelegt. Wir müssen es löschen, um die Zahl der Opfer zu begrenzen und weiteren Schaden zu verhindern. Rufen Sie über die Schaltfläche Notdienste in der Werkzeugleiste die Feuerwehr. Bringen Sie dieses Feuer unter Kontrolle, bevor das gesamte Gefängnis abbrennt. Wie kann das brennen? Ja, weil wir Parkett verlegt haben, wir Genies, ne? Okay, ich würde einfach mal sagen, das reicht für dieses Mal. Hier bei Prison Architect. Wow. Also, als ich das Spiel angefangen habe, dachte ich eigentlich nur, es ist so, ja, du baust halt ein paar Sachen. Na, so ein bisschen aufbauspielmäßig. Aber wow. Das ist schon ziemlich heftig. Also ja. Schreibt mir drunter, ob ich das weiterspielen soll. Ich finde das eigentlich ganz nice, auch wenn. Na, es geht ein bisschen schwer runter, was gerade passiert ist. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr da einen Stimler-Button aufs Maul zauern. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Ups, jetzt habe ich das Spiel schon wieder zugemacht, um irgendwas Lustiges zu sagen am Ende. Das passiert mir immer wieder. Das nervt mich selbst sogar.